alle herzlich willkommen. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank auch vor allem natürlich für die Benutzung von dem WT-Monitoring, weil letztlich sind Sie ja eigentlich die den Kern des Systems ausmachen und unsere Software ist dann nur eine kleine, naja, ich sag mal die Hülle drumherum, um das alles zusammenzuhalten. Aber die Informationen tragen natürlich Sie bei und die Informationen sind das, was wichtig ist. Ich will jetzt einfach mal kurz durchgehen und die Dinge live vorstellen. Ich bin nicht auf dem echten Live-System, sondern hier auf unserem kleinen Entwicklungsrechner. Voilà. Sie sollten jetzt die Landkarte sehen mit einem einzigen grünen Punkt drauf. Das ist mal hier in Freiburg, hat jemand eine Eingabe gemacht. Ich denke, die meisten werden die Sache soweit schon gesehen haben und kennen. Wir haben tatsächlich in den letzten Tagen noch ein paar Neuerungen eingespielt in das System, von denen wir hoffen, dass sie dazu beitragen, die Sache besser und einfacher bedienbar zu machen. Ich will aber trotzdem noch mal ganz kurz wirklich quasi von vorne durchgehen. Der Startbildschirm, den wir hier sehen, der zeigt, den nennen wir die Detailkarte. Der zeigt den Befall der hinsichtlich verschiedener, ja, nicht Befall, das ist schon viel zu viel gesagt. Auf der Detailkarte können wir auswählen. Hier unter Beobachtungen gibt es Unterpunkte, Fallenfänge, Proben, Monitoren, Messungen. Alles das kann hier dargestellt werden. Also wenn ich zum Beispiel mal sage, ich gehe auf die Fallenfänge, dann wechselt hier das zweite Menü, wird leer. Da muss ich auswählen, was will ich denn sehen? Oh, Augenblick, Fallenfang, Schädling, klar. Die Laserfallen, die der Herr Dupuis angesprochen hat, haben wir noch nicht. Das wäre dann sowas Ähnliches wie Fallenfang für eine Krankheit. Hier nehmen wir mal den einbindigen Traubenwickler. Schauen wir uns das an. Was sehen wir? Wir sehen nichts, weil natürlich am 17. März da nicht viel zu tun ist. Ähnlich wie jetzt auf der WT-Meteo-Seite, die wir vorher gesehen haben, können wir hier in der Zeit zurückgehen und können uns anschauen, wie war denn die Situation am 1. Juli des letzten Jahres. Dauert ein bisschen, dann sehen wir hier den Befall. Ich denke, soweit vertraut bei den Fallenfängen. Grün heißt nichts, kein Problem. Gelb heißt, da war was. Wie viel da war, können Sie an den Zahlen sehen oder aber durch einen einfachen Klick drauf sieht man die Historie. Das war jetzt ein Zufallstreffer, Gemarkung Oberschopfheim, vorbildlich wirklich die Eingabe. Während der ganzen Saison offenbar sehr regelmäßig, wöchentlich wurde die Falle da betreut. Soweit, so gut und bekannt. Also nochmal zurück hier oben die Auswahl der Klassen oder der Gruppen von Dingen, die wir beobachten können. Beispielsweise Erstbefall von Peru und so weiter. Dann die Details dazu und hier oben das Datum. Die Legende ist dynamisch angepasst. Die erscheint immer wieder. Sie können vielleicht ein kleiner Tipp, wenn man hier direkt auf einen ganz engen Bereich zoomen möchte, wenn man die Shift-Taste, die Großschreibtaste auf der Tastatur drückt, und gleichzeitig mit der Maus zieht, kann man hier ganz direkt in so ein Fenster reingehen. Dann tut man sich manchmal ein bisschen leichter mit der Übersichtlichkeit. Die zweite Sache, die ich zeigen möchte, ist vielleicht schon weniger bekannt, weil die nicht vorne ist, nicht in Baden-Württemberg, ist die Warnkarte. Da müssen wir jetzt auf meine Entwicklungsmaschine ein kleines bisschen warten, bis wir was sehen. Die Idee der Warnkarte ist einfach mal pro Gemarkung anzuzeigen, ist da was oder ist da nichts. Also einfach eine räumliche Übersicht zu geben über die Situation aktuell. Und wir sehen, hier gibt es ein paar Einträge, die sind in Grau. Dann schaue ich mal, Grau bedeutet, ein Tag ist älter als 14 Tage. Ob da jetzt was war, müsste ich draufklicken. Dann sehe ich, aha, hier wurde Kirschessigfliege aufgezeichnet, klar. Aber nur erst am 30.01. war Einfang, sonst war es null. Also im Wesentlichen kein Problem. Immer nochmal zurück auf die Warnkarte. Wenn eben ein Eintrag relativ neu ist, also jünger als 14 Tage, dann ist er in gelb oder grün eingefärbt, je nachdem, ob dort etwas war, das sich lohnt anzugucken oder nicht. Hier in Fellbach, schauen wir mal drauf. Da war jemand sehr fleißig, hat recht viel eingetragen, also wirklich hier Spinnen, warum das Befallstufe schwach ist. Ich weiß es jetzt nicht im Detail, aber so sind die Einträge. Grün bedeutet immer harmlos, kein Problem. Gelb bedeutet immer, ja, nehmen wir hier die Legende, dann sehen wir das. Das ist abgetönt, also wenn das in helle, klare Farben sind, ist es aktuell und abgetönte Farben sind ein bisschen älter.
So, auch hier auf dieser Liste können wir jetzt wechseln. Können zum Beispiel sagen, liegt für die Bemarkung Freiburg schon was vor? Schalte ich um und dann sehe ich, ob klar, ich hatte vorher das Datum vom 1.7. hier ausgewählt, deswegen kommen hier nur Einträge, die sozusagen veraltet sind. Ich muss wieder auf heute gehen, auf den 17. März heute klicken und dann sehen wir, für Freiburg lag noch nichts vor. Für Fellbach, übrigens kleiner Tipp, in dieser langen, langen Liste muss man nicht zwingend mit der Maus sich bewegen, sondern man kann hier oben hergehen, die Liste aufklappen und kann dann einfach tippen. Zum Beispiel tippe ich jetzt einfach mal Z und dann springt die Liste gleich zu Z runter. Nur so als kleiner Hinweis. Jetzt bin ich natürlich zu Zauberfeld gesprungen. Wir wollen aber lieber nach Fellbach. Gut, hier sehen wir jetzt die aktuellen Einträge von diesem Jahr bis zum 17.03. Diese Liste, die kann recht lang werden, deswegen gibt es hier Filtermöglichkeiten. Man kann einmal sagen, ich möchte bitte nur Fallenfänge sehen oder nur Beobachtungen. Und zum anderen gibt es hier noch eine witzige Unterscheidung, nur wichtige und alle. Diese Auswahl nur wichtige, die ist letztlich vorab getroffen. Da geht es darum, dass nur die Dinge zu den wichtigen gehören, die einfach eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung haben. Ja, also manche sind, sage ich mal, wissenschaftlich interessant, aber nicht alle sind wirklich wirtschaftlich bedeutsam, alle Einträge. Man kann auch hier jederzeit, wenn ich jetzt sehen will, wie hat sich die Kirschessigfliege hier entwickelt, hier rechts auf den Grafikknopf klicken. Dann sieht man das Ganze in der zeitlichen Entwicklung und da sieht man eben, ja, 0 und dann mal einer. Das ist jetzt kein großes Drama. Okay, soweit die Darstellung, die für alle frei zugänglich ist. Die Detailkarte, die Warnkarte und die Liste der Meldungen. Rebschutzwarte geben Daten ein, nur Rebschutzwarte, nur Menschen, die ja, einigermaßen sicher erkennen können, welche Krankheiten, welche Symptome haben oder welche Schädlinge. Dazu muss man sich anmelden. Ich melde mich jetzt mal an als Referat 13 von WBI. Diese nette Funktion hier, die funktioniert mittlerweile. Zeige ich Ihnen jetzt natürlich nicht jetzt direkt, aber das hat mal eine Weile nicht funktioniert. Sie können das umschalten, sodass Sie jetzt das Passwort auch wirklich im Klartext eingeben können, also auch dauerhaft. Eine kleine Erleichterung bei komplizierteren Passwörtern. Jetzt hat sich hier oben das Menü verändert. Der Punkt Eingabe ist neu da und Sie sehen jetzt, analog zur Auswertung kann ich jetzt hier Beobachtungen, Fallenfänge, Proben, Bonituren eintragen. Hier gibt es einen Punkt Neue Orte, auf den komme ich, meine Orte, der ist neu. Auf den komme ich später zu sprechen. Ich will aber erstmal, wie gehabt, weiter so gehen, wie wir es bisher hatten. Wenn ich auf Beobachtungen klicke, dann komme ich zu einer Liste, die ist im Moment am Jahresanfang leer, weil die einfach gefiltert ist an der Stelle hier auf Einträge ab 1.1. dieses Jahres. Das können Sie leicht ändern. Sie müssen jetzt hier nur das Jahr 20 hinschreiben und auf Filtern klicken. Dann sehen Sie alle Ihre Einträge vom letzten Jahr. Also bei den Fallenfängen geht es problemfrei. Bleiben wir mal hier. Genauso müsste das bei den Beobachtungen aussehen, dass Sie einfach eine Liste bekommen, wo Sie alle Ihre Einträge aus dem letzten Jahr sehen, wo Sie zurückgehen können und sagen, hier wurde an dem Datum das eingetragen, können dann zum Bearbeiten springen, kommen wir gleich drauf. Was ich an dieser Liste nur zeigen wollte, die Liste kann nach allen möglichen Kriterien gefiltert werden. Also man kann hier auch zurückgehen auf das Jahr 2019. Ja, dann haben wir jetzt hier alle Einträge vom Jahr 2019. Man kann aber noch weitergehen und kann sagen, ich möchte bitte nur die Einträge vom Freiburger Jesuitenschloss sehen. Klicke wiederum auf Filtern und damit habe ich nur die Einträge vom Freiburger Jesuitenschloss. Sie wissen sicherlich alle auch, dass man das, was man jetzt hier ausgefiltert hat, sich auch direkt nach Excel ausgeben lassen kann. Ja, ich denke, das ist für alle, die wie auch immer über das Tool hinaus ein bisschen Buch führen möchten oder sich das anschauen möchten, von Interesse. Und der Punkt ist, Sie sehen, Sie bekommen in Excel genau das, was Sie hier gefiltert hatten. Filtermöglichkeiten gibt es viele. Ich kann auch sagen, ich möchte nur alles sehen, was sich auf die Falle AZ bezieht. Und dann sehe ich eben nur die Eingaben von dieser einen Falle. Auch die kann ich mir wieder nach Excel rauslassen.
Das würde bei Beobachtungen, Eingaben von Beobachtungen, Fallenfängen, Proben, Monitoren und Messungen ist das völlig analog. Ja. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal zurück zur Beobachtung, weil da wollten wir jetzt sind sie da, also 2019. Es mag jetzt an meinem Entwicklungsrechner liegen, dass ich hier keine 20er Daten drin habe. Für 2019 habe ich hier genügend Einträge. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel nochmal sagen, ich möchte bitte nur alles sehen, was BWCH-Stadien betrifft, filtern. Dann habe ich alle entsprechenden Einträge, kann sie mir noch Excel exportieren lassen. Kann auch direkt hier hingehen und jeweils einen Eintrag noch weiter bearbeiten, falls nötig. Wenn ich jetzt neu eintragen möchte, also wir waren hier, Beobachtung, kommen zu dieser Liste, dann gehe ich auf Neuer Eintrag. Dort steht zunächst mal immer das heutige Datum drin. Wenn Sie eine Beobachtung eintragen, die Sie sich notiert haben, vergessen Sie nicht, das richtige Datum auszuwählen. Also falls das jetzt meinetwegen vor ein paar Tagen war und natürlich die Gemarkung für diese eintragen möchten. Da bin ich jetzt als Administrator für alle Gemarkungen berechtigt. Das ist nicht das, was Sie normalerweise sehen. Deswegen will ich jetzt doch nochmal wieder als Weinbauinstitut arbeiten. Beobachtung, neuer Eintrag, Datum wählen. Wir hatten gesagt, wir wollen für den 11. eintragen. Und hier sehen wir, man trägt ein für die Gemarkung Freiburg hier und Iringen. Ich klicke einfach Freiburg. An der Stelle wird Ihnen auffallen, vielleicht ist neu, wir haben das jetzt wirklich eingeschränkt auf Gemarkungen. Technisch gesehen kann das Tool auch Beobachtungen für einzelne Punkte verwalten. In der Praxis aber war immer die Aufforderung, bitte die Werte einzugeben, die für die gesamte Gemarkung gültig sind. Ich wähle mal aus, dann schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Für die Beobachtungen beginnt es immer hier an dem Punkt BBCH-Stadium, einfach weil wir bitten, sofern Sie das Stadium beobachtet haben, das auch wirklich einzutragen. Hier sind alle Stadien zur Auswahl. Das war natürlich jetzt noch keins da. Wenn Sie es noch ganz genau wissen wollen, gibt es hier ein Knöpfchen, da sehen Sie die ganze Legende nochmal mit ausführlichen Texten dabei, welches Stadium, welche Nummer was bezeichnet. Ist hier nochmal hinterlegt. Augenblick, hier muss man, wenn man es weghaben will, ganz runtergehen bis zum OK-Knopf. Ich möchte jetzt mal einfach eine Bemerkung für eine Krankheit eine Beobachtung einer Krankheit eintragen. Und zwar bei der Peronospora haben wir keinen Befall. Das ist jetzt natürlich weitgehend sinnfrei, aber das sind hier keine echten Daten, auf denen ich arbeite. Deswegen darf ich das. Auch hier gilt, wenn Sie sich jetzt fragen, ja, war das jetzt ein schwacher oder mittlerer Befall? Was soll ich denn eintragen? Ich habe es an einem Ort gesehen, am anderen war nichts. Ja. Hier hinter dem kleinen Infobutton versteckt sich immer die Legende und die Legende versucht es so gut als möglich zu erklären. Also schwach würde bedeuten schwach und vereinzelt auf der Gemarkung. Mittel würde bedeuten mittlerer Befall, also kein sehr starker Befall, aber der sollte auch in vielen Rebanlagen auf der Gemarkung zu finden gewesen sein. Also bei mehr als 25% der Anlagen. Wenn das nur bei 10% der Anlagen dort aber mittel war, dann würde man es vielleicht eher als schwach notieren. Ja. Stark und mehr als 50% der Fläche, sehr stark, dazu muss schon 75% der Fläche irgendeine Art Befall zeigen und ein großer Teil der Befläche wirklich einen sehr starken Befall. Also das versteckt sich für jede einzelne unterschiedliche Eintragsmöglichkeit hier dahinter. Bei den Viren schaue ich mal, ja genau, das sind immer die Schadstufen 1 bis 5, die Befallsstufen hier. Diese Dinge, die sind, geht, es geht. Eigentlich doch recht leicht und schnell. Peronospora, ich trage jetzt einfach irgendwas ein. Oidium hat man einen schwachen Befall, Rotenbrennen hat man keinen Befall, den Rest habe ich nicht beobachtet. Und ich bin fertig für diesen Termin und für diese Gemarkung. Wenn Sie jetzt weitergehen möchten, müssen Sie nicht wieder diesen umständlichen Weg gehen, Eingabe und neuer Eintrag und auswählen, sondern Sie gehen einfach hierher und sagen, naja, ich habe da noch ein paar Tage vorher, habe ich auch nochmal einen Rundgang gemacht. Ich gehe hierher, trage das nochmal gerade ein wieder. Da war überall noch kein Befall. Fertig. Bemerkungen können Sie hier eingeben, die tauchen dann anschließend in der Liste. Hier in dieser Liste Meldungen, dort tauchen die wieder auf, da sind die sichtbar. Und natürlich sind sie für Sie sichtbar hier als Gedächtnisstütze, wenn Sie nochmal reingehen und sich dann fragen, warum, was war damals irgendwas, was mir aufgefallen ist. Dieser Knopf hier löscht den Eintrag, falls Sie jetzt zum Beispiel feststellen, oh, ich habe aus Versehen das falsche Datum eingegeben.
Ich wollte nicht für den 3.3. eingeben, sondern meinetwegen für den 30.3. Man kann technisch in der Zukunft eintragen. Wir haben da keine Sperre draufgelegt. Wir bitten natürlich nicht, das zu tun. Sie können sich theoretisch auch im Jahr vertun. Wie gesagt, gibt es keine Einschränkungen. Ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man manchmal was nachtragen will. Wenn man sich vertan hat, dann macht man das so, dann löscht man diese Einträge hier. Das ist technisch identisch, ob ich jetzt hierher klicke oder einfach hierher klicke, nicht beobachtet, das ist das Gleiche. Wähle das richtige Datum, das war ja in Wirklichkeit am 6. Und dann muss ich wieder hierher gehen und muss die Sache schnell wieder hier reinklicken. Und damit habe ich den Eintrag vom 3. auf den 6. verschoben. Kollektiv en bloc kann man das nicht machen. Man muss wirklich dann alle nochmal neu, also rausnehmen, wieder eintragen. Ich kann aber, wenn ich für mehrere Gemarkungen zuständig bin, hier direkt umschalten und kann sagen, so und jetzt das Gleiche bitte nochmal bei der Gemarkung Iringen, da war es genauso. Für die einzelnen Punkte sieht es unterm Strich immer wieder alles gleich aus. Es bleibt immer für Beobachtung hier bei dieser fünfstufigen Skala. Und der Aufbau ist vollkommen identisch gleich. Deswegen denke ich, an dem Punkt glaube ich, dass die Fragen nicht so groß sein werden. Wie gesagt, jetzt zur Vereinfachung der Bedienung und zur besseren Übersichtlichkeit haben wir es wirklich eingeschränkt nur noch auf Gemarkungen. Anders ist das bei den Fallenfängen. Fallen haben einen eigenen Standort. Es kann auf einer Gemarkung im Prinzip beliebig viele Fallen geben. Häufig gibt es auch mehrere Standorte, an denen Fallen aufgestellt sind. An einem Standort können auch verschiedene Fallen stehen. Da können an einem Standort kann eine Falle für bekreuzten und einbindlichen Traubenwickler stehen. In anderen Fällen steht vielleicht die eine Falle hier und die andere Falle an einem anderen Standort. Deswegen ist der Standort ein Punkt, der zusätzlich bei der Eingabe ausgewählt werden muss. Also wenn ich hier auf Neuer Eintrag klicke, sieht es ein klein bisschen jetzt anders aus, als es vorher war. Auch hier haben wir natürlich als erstes das Datum. Sie merken übrigens, das Tool merkt sich immer das letzte Datum, mit dem Sie gearbeitet haben. Das ist vielleicht, also ich denke, dass es für viele Dinge hilfreich ist. An manchen Stellen mag es, man muss einfach darauf achten, für welches Datum man ihn schreibt. Ich gehe wieder hier auf die Gemarkung Freiburg und dann schaue ich mal, was es hier für Standorte gibt. Da gibt es zum Beispiel das Jesuitenschloss. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da haben wir gar keine Fallen aufgestellt. Das liegt daran, dass das Referat 13 keine Fallen einträgt. Das macht am Weinbau-Institut jemand anders, nämlich die Frau Wegner-Kiss. Neuer Eintrag. Sie sehen, dass die Frau Wegner-Kiss für viele, viele Gemarkungen hier eintragen kann und muss. Und hier gibt es auch wieder das Jesuitenschloss und hier gibt es jetzt auch einige Fallen, die da stehen. Ich wähle jetzt mal einfach eine aus. Sag weiter zur Eingabe und dann sind wir hier. Sieht unterm Strich ganz ähnlich aus. Hier kommt die Fangzahl rein. Anzahl der Exemplare, Bemerkung ist das gleiche, der Löschknopf nimmt das wieder raus. Alle Fallen, die an dem Standort stehen, für den einbindlichen Traubenwickler sind hier. Alle Fallen, sofern es welche gibt, für den Bekreuzten an diesem Standort, Freiburger Jesuitenschloss, sind auch hier. Kirschessigfliege gibt es hier offenbar keine, aber amerikanische Rezikade, da gibt es eine Falle dafür, an dem Standort. Hier ist ein kleiner Unterschied da. Hier ist ein Schrägstrich oben drin, also auf der Gemarkung Freiburg. Der Standort Freiburger Jesuitenschloss. Sie sehen, die Liste ist auch hier sehr viel länger. Hier kann man sagen, okay, ich habe jetzt meine Falle hier, das war die hier eingetragen und jetzt gibt es noch eine Falle auf der Freiburger Loretto-Höhe. Mal schauen, was wir da für Fallen haben. Offenbar gar keine. Auf der Wonhalde gehe ich mal davon ein, auch da nicht. Ich bin tatsächlich natürlich in den Daten jetzt nicht so sehr daheim. Nicht an allen. Die Standorte werden für verschiedene Zwecke benutzt. Aber hier laufen ARZ, sieht so aus, wie wenn es hier eine Falle für die amerikanische Rezikade geben müsste. Genau. Also so leicht springt man hin und her, ist immer wieder das Gleiche vom Schemaaufbau her. Ich kann auch eben gleich noch für ein anderes Datum eintragen, schalte ich um, springe wieder hierher, mache den entsprechenden Eintrag.
denke mal, so weit, so klar und so gut. Und an der Stelle möchte ich jetzt ein bisschen Theorie einschieben, was diese ganze Sache mit den Fallen und Standorten und für Bonituren braucht man auch einen Standort, weil die werden ja auch an bestimmten Punkten erhoben. Am Ende geht es immer wieder darum, gehen wir mal hierher zurück. Hier haben wir den auch gleich ausgewählt. Da müssen wir wahrscheinlich ins letzte Jahr zurück, damit wir irgendwas sehen können. Genau. Wenn ich jetzt wirklich im Detail hierher gehe, gehen wir mal nach Weinsberg. Oder wo sind wir hier? Laufen am Neckar. Da sind recht viele. Und hier sehen Sie schon natürlich, das kann nicht pro Gemarkung erfasst werden oder so, weil die Fallenstandorte sind unterschiedlich. Und es ist ja eben von Interesse, ist der Fallenstandort zum Beispiel hier oben. Wollten eigentlich den Einbindischen sehen. Genau, hier. So, da sind wir jetzt. Also, hier sehen Sie, dass die engständig aufgestellt sind und das mag natürlich zwischen den einzelnen Standorten tatsächlich Unterschiede hinsichtlich der Fängigkeit geben. Deswegen muss der Punkt schon recht genau definiert sein. Soweit so klar. Ich will Ihnen mal das Schema zeigen, was dahinter steckt. Einfach weil es vielleicht zum Verständnis beiträgt für manche Probleme. Wir haben doch Rückmeldungen bekommen im letzten Jahr und auch schon davor, dass dieses Handling von Standorten und Fallenorten und Probenahmenorten nicht so einfach ist. Wir haben es versucht zu verbessern. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, wie. Aber vorher ganz grundsätzlich nochmal. Also die Gemarkung ist die Einheit, die ja sozusagen erstmal vorhanden ist, naturgegeben als räumliche Einheit. Für diese Gemarkung werden normalerweise Beobachtungen eingetragen. Diese Beobachtungen sollten auch gültig sein für die gesamte Gemarkung. Ja, hier tragen wir Beobachtungen ein von über Krankheiten, Schädlinge in dem Raster 1 bis 5, Schadstufe 1 bis 5. Die Fallenfänge, für die Falle brauchen wir einen Standort. Der Standort ist dann eben ein Punkt auf der Karte, an dem wir sagen, da steht die Falle. Da können auch mehrere Fallen stehen an demselben Standort. Am selben Standort können auch Proben und Bonituren erhoben werden. Ja? Jetzt gibt es ja noch einen zweiten Standort auf der Gemarkung. Auch dort stehen wieder Fallen, aber vielleicht nur eine oder zwei oder weniger. Auch dort können wieder Proben und Bonituren erhoben werden. Das heißt, diese beiden Punkte, Fallen, Proben, Bonituren, die sind immer auf einen Standort bezogen. Die Beobachtung ist direkt auf die Gesamtfläche der Gemarkung bezogen. Wenn das jetzt so funktioniert, wie es zum Beispiel das Weinbauinstitut Freiburg macht, da ist eine Stelle zuständig für diese Sache und eine andere Stelle zuständig für diese Sache, dann teilen sich beide oder können sich denselben Standort teilen. Und hier sieht man jetzt ein bisschen das Problem, warum es nicht so einfach ist. Das Referat 13 trägt die Dinge hier ein, am Standort Jesuitenschloss. Die Frau Wegener Kiss trägt die Fallenfänge ein, auch am Standort Jesuitenschloss. Wenn die Frau Wegener Kiss jetzt sagt, den Standort brauche ich nicht mehr, den möchte ich löschen, dann wäre alles das da auch weg. Ja, und sie sieht es nicht mal, weil sie eben die Probenbonituren gar nicht sieht also ihr Account sieht diese Dinge nicht. Es gab in der Vergangenheit häufig ein bisschen Probleme damit, neue Standorte anzulegen oder wie hängt das überhaupt zusammen? Was ist da genau? Auch wie soll man es bezeichnen und so weiter? Wir haben jetzt versucht, die Sache mal ein bisschen besser zu fassen, indem wir hier diesen neuen Punkt Meine Orte geschaffen haben. Den will ich Ihnen ganz kurz mal zeigen oder kurz mit Ihnen durchgehen. Zuallererst, vielleicht das netteste Feature dran, Sie können sich jetzt endlich eine Liste aller Ihrer Fallen rauslassen. Das mache ich gerade mal. Dann sehen Sie, wie viel die Frau Wegener Kiss zu bearbeiten hat. Das sind gar nicht ganz wenige. Das sind jetzt alle Fallen, auf welcher Gemarkung die Falle steht. Standort könnte man hier noch ein bisschen genauer bezeichnen. Wie die Falle heißt, das ist faktisch der Name der Falle. Da sind Sie völlig frei. Da kann man auch noch eine kleine Beschreibung dazu geben. Man kann optional das Aufstelldatum eintragen, neu. Haben wir jetzt auch noch ein Abbaudatum, weil die Falle steht ja vielleicht nicht ewig dort. Und zwar bitte für diese Aufstelldatum und Abbaudatum, wenn Sie die über den Winter reinnehmen, das ist nicht zwingend damit gemeint, sondern was eigentlich damit gemeint, also man muss nicht jetzt eintragen, 1. März bis 31. Oktober oder so, sondern was damit gemeint ist, die Falle war im Betrieb von 2017 bis 2022. Das ist eher damit gemeint, ja, Aufstelldatum.
Abbaudatum. Deswegen zeigen wir hier auch nochmal, von wann gibt es denn Einträge, von wann bis wann. Also Sie sehen, diese Falle hier hat wahrscheinlich, ja genau, da steht es ja, nur einen einzigen Eintrag gehabt. Nehmen wir mal eine, die sehr viele Einträge hat, die Falle am Jesuitenschloss. Die ist in Betrieb, ganz offenbar seit 3.5.2013. Und der letzte Eintrag ist jetzt hier am 4.6. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Feldern und denen hier? Naja, aufgestellt wurde die vielleicht am 1.2., hat nichts gefangen bis zum 3.5. Und das Abbaudatum wäre in dem Fall einfach leer, weil die wird mit Sicherheit jetzt für diese Saison wieder aufgestellt. Solange bleibt es leer. Erst wenn man sagt, diese Falle an dem Ort brauche ich nicht mehr, dann schreibt man hier ein Abbaudatum rein und dann ist die Sache sozusagen weg. Dann würde sie auch in entsprechenden Listen nicht mehr auftauchen. Das ist sozusagen der Hauptgrund. Also wenn das Abbaudatum drinsteht, dann verschwindet die aus den entsprechenden Listen. Sie können sie dann nicht mehr direkt für die Eingabe auswählen. Das heißt, die stört dann auch nicht mehr. Gut. Gehen wir zurück hierher, meine Orte. Also wir können die Fallen rauslassen. Genauso gut kann man seine Probenorte oder Bonitur-Orte rauslassen. Da das der Verwegener KISS nicht macht, ist die Liste hierbei eher leer. Deswegen spare ich mir, das sieht ganz einfach analog aus. Jetzt müssen wir wie immer zunächst mal die Gemarkung wählen. Dann bekommen wir die Liste der Standorte auf der Gemarkungen. Ich gehe mal hier zum Jesuitenschloss. Und jetzt sehen Sie gleich, tauchen hier meine Fallen, meine Probenstellen auf. Meine Fallen wäre jetzt die Liste der Fallen, die wir schon gesehen haben. Da nehme ich mir mal diese, die ETW-Falle da unten. Und Sie haben jetzt hier jeweils neben dem jeweiligen Punkt den Knopf Bearbeiten und neu anlegen. Ich möchte zuerst mal hier zu der Falle gehen. Wenn ich jetzt diese Falle hier bearbeiten möchte, dann gehe ich hierher. Die Falle hat den Standort, der ist vorgegeben, weil ich den ja vorher ausgewählt habe. Der ist auch hier jetzt nicht mehr änderbar. Hier kann ich den Namen der Falle festlegen, da ich jetzt hier, ja, ich sehe keine Not, da irgendwas zu ändern. Aber der ist grundsätzlich frei definierbar. Der Schädling ist aus einer Liste auswählbar, was für Fallentypen es eben gibt. Und der Typ ist dann, je nachdem, was ich wähle, also wenn das eine amerikanische RIPSI-Karte ist, dann werden hier andere Typen auftauchen. Hier ist ein Freitext für eine Beschreibung, das Aufstelldatum, der letzte Köderwechsel, der ist hauptsächlich für Sie interessant, um ein bisschen Buch zu führen, wenn Sie das tun wollen. Die können alle leer bleiben, also einfach rot umrandet sind die Felder, die ausgefüllt werden müssen. Die anderen sind optional und dürfen leer bleiben. Also, ich kann die Falle hier insoweit bearbeiten, kann hier zum Beispiel das Abbaudatum oder Köderwechseldatum eintragen. Der Standort der Falle war fix. Der Standort ist separat, wird hier bearbeitet. Den Standort haben wir jetzt auch ein kleines bisschen umgestaltet. Der Standort liegt auf einer Gemarkung, die ist wiederum fix, weil vorher ausgewählt worden. Der Standort selber hat einen Namen. Also er ist auch wieder frei, aber er sollte immer den Standort bezeichnen, also den Ort, an dem man sich befindet. Das kann ein Flurname sein, Adressen wird es selten geben, also theoretisch könnte es auch Bergstraße 15 sein, aber das wird für die Fallenstandorte eher selten der Fall sein und deswegen können es auch deskriptive Namen sein, wie bei der Berglinde oder irgendwas Vergleichbares, wo man einfach den Standort gut wieder erkennt und findet. Die Lage, das meint die Weinbau, eigentlich theoretisch die Weinbaulage. Es ist aber ein Freitext, das heißt, sie sind ja nicht gebunden an irgendwelche vordefinierten Weinbaulagen. Letztlich, Sie wissen, der Herr Bleier hat es erwähnt, das ist ein Projekt, das gemeinsam mit der LWG bei Zöchheim, mit Bayern entwickelt wird. Letztlich war das ein Wunsch aus Bayern, weil in Bayern die Weinbaulage da immer ja, eine sehr wichtige Rolle spielt. Für Baden-Württemberg trägt man tatsächlich fast eher das Gewann ein. Das ist bei uns die gängigere Bezeichnung. Insofern ist es hier nicht ganz korrekt, dass die rot umrandet ist. Sie können die auch leer lassen. Es ist aber keine schlechte Idee, wenn man sie weiß, einfach reinzuschreiben. Die Koordinaten könnte man direkt hier eintippen, wenn man möchte. Man kann die aber auch
über diesen Punkt hier entsprechend genau platzieren. Also ich bin jetzt mal so frech und sage, ach, die Falle steht ja gar nicht da, die steht ja da. Dann sehen Sie, hier ändern sich die Koordinaten. Und wenn ich auf OK klicke, wird dieser Standort auch gespeichert. Rebsorte, Boden, Umgebung. Das sind alles Dinge, die würde ich bitten einzutragen. Auch vielleicht im Nachgang nochmal zu schauen, wenn Sie Standorte haben, wo das nicht ausgefüllt ist, wenigstens die Hauptrebsorte, falls man denn von einer Hauptrebsorte sprechen kann in der Umgebung. Bodentyp ist vielleicht manchmal nicht jedem ganz gelungen, aber es ist nicht so schwierig. Andererseits, wir haben nicht unendlich viele hier zur Auswahl. Das kann man vielleicht schon finden. Die Umgebung ist recht wichtig für zum Beispiel eben die Caches, ich fliege, dass man einfach weiß, ist das in der Nähe vom Waldrand oder nicht. Flurstücksnummer so vorhanden. Wenn jetzt ein Standort nicht mehr gebraucht wird, ich habe vorher versucht, kurz zu erklären, warum es manchmal schwierig ist, den zu löschen. Die bevorzugte Weg ist eigentlich immer, den zu deaktivieren. Dann wird er ausgeblendet, ist zunächst mal nicht mehr sichtbar und so gut wie weg. Aber die Werte, die oder alle Zahlen, alle Fallenfänge, Monitoren, die für diesen Standort eingegeben sind, bleiben erhalten. Insofern deaktivieren ist der richtigere Weg. Ich gehe jetzt hier, Sie sehen hier rechts noch die Kennzeichen, darauf komme ich nachher nochmal zurück. Ich möchte jetzt erstmal hier rausgehen und daran erinnern, wir haben also jetzt hier diesen Standort, den können wir hier über bearbeiten, entsprechend anpassen. Und wir haben die Falle und die Falle ist genau diesem Standort Freiburger Resultenschluss zugeordnet. Wenn ich jetzt eine neue Falle anlegen möchte, jetzt kommt vielleicht der wichtige Punkt im Ganzen. Neue Falle anlegen. Dann muss ich mich zunächst mal fragen, habe ich den Standort, an dem die Falle steht, hier schon auf meiner Liste, ja oder nein? Wenn ich den Standort noch nicht auf meiner Liste habe, dann muss ich zunächst mal, bevor ich eine neue Falle anlege, einen neuen Standort anlegen, nämlich da, wo die Falle dann aufgestellt werden soll. Der Standort hier sollte, ich bin ein bisschen verwirrt, hier sollte nicht stehen, bitte wählen, sondern hier sollte stehen Freiburger Jesuitenschloss. Augenblick, ich will das gerade nochmal an einem anderen Beispiel testen. Ah, da gibt es noch gar keine Standorte. Ja gut, dann legen wir doch da einen neuen an. Ja, okay. Ist ein Fehler, müssen wir noch korrigieren. Hier sollte bereits die vorausgewählte Gemarkung Eichstätten drinstehen. Dann sagen wir mal, ja, dann sollte hier auch der Punkt bereits in Eichstätten sein und nicht irgendwo in der Nähe von Straßburg. Gehen wir mal hier runter. Nee. Da irgendwo hin. Auf Eichstätten. Ahlingen, da habe ich es ja ganz gut getroffen. Dann platziere ich diese Falle. Und ich sage jetzt mal einfach, der Standort ist am Bach. Sie wissen am besten, wie Sie das bezeichnen, so dass man weiß, was gemeint ist. Weinbaulage weiß ich nicht. Punkt Hammer, Hauptsorte weiß ich dort auch nicht. Ich mache jetzt irgendeinen Eintrag. Sie wissen, wie es gemeint ist. Damit habe ich den Standort angelegt. Klicke auf OK. Ja. Auf der Gemeinde Eichstätten sollten jetzt die Standorte auftauchen. Sie tun es nicht. Ich will das gerade noch mal neu auffrischen. Die Hoffnung. So, das ist jetzt auch wieder der schöne Vorführeffekt, den wir hatten. Sowas sollte natürlich nicht vorkommen, wenn man es vorführt. Das ist ein bisschen unschön. Ich muss also wieder auf das zurückkommen. Ich nehme jetzt mal hier diesen Standort, den gibt es nicht in wirklich. Das ist auch ein künstlicher Standort. Also wir haben jetzt den Standort neu angelegt. Der ist da. Und für diesen Standort möchte ich jetzt eine neue Falle anlegen. Dann hat die Falle einen Namen. Ich muss natürlich auf jeden Fall festlegen, also was da gefangen wird. Und Sie sehen, dann wird schon ein Name vorgeschlagen. Dann kann ich noch den Fallentyp auswählen. Und jetzt kann ich aber natürlich sagen, ja, das ist mir doch alles zu. So genügt das auch. Machen wir ein bisschen kürzer, dann wird es übersichtlicher. Beschreibung. Da schreibe ich mir einfach rein, dass es um Testeintrag handelt, aufgestellt, meinetwegen heute. So, dann haben wir da eine neue Falle.
Und da hoffe ich doch jetzt mal ganz stark, dass die auch da ist. Das ist die hier. So hätte das beim Standortanlegen auch aussehen müssen. Müssen wir noch nachbessern. Aber so schaut es aus. Die Falle ist dann da. Und letztlich, wenn ich jetzt Eingaben machen möchte, gehe ich wieder über den normalen Weg. Eingabe, neuer Eintrag. Die Gemarkung ist Eichstätten. Also da haben wir, nee, Entschuldigung, ich hatte jetzt Freiburg, dieses Anlegen hat nicht gelegt, Ebingen am Kreuz. Und da haben wir diese Falle, für die kann ich eingeben direkt. Ja, also. Wir hoffen so ein bisschen, Sie haben bemerkt, dass die Sache tatsächlich, wir sind wie üblich ein bisschen in der Zeit hinterher mit der Entwicklung. Es gibt da noch kleine Schwächen, die in den nächsten Tagen ausgebügelt werden. Was aber noch wichtig ist zu erwähnen, es wird hier werden auch noch Punkte hinzukommen, löschen. Ja? Weil doch an verschiedenen Stellen ist es immer wieder mal vorgekommen, dass man Dinge versehentlich angelegt hatte. Und Sie sehen auch jetzt, wenn ich zum Beispiel hier, das wird für die Frau Wegner KIS nicht so häufig vorkommen, aber schauen wir mal, ich gehe nochmal auf die Liste aller Fallen von der Frau Wegner KIS. Auch hier gibt es Fallen, die tatsächlich, genau, Ebingen am Kreuz, das ist natürlich nur ein Testeintrag, wo es keinerlei Einträge gibt. Und solche Fallen kann man natürlich gefahrlos löschen. Ja. Nur wenn es schon Einträge gibt, also wenn ich jetzt, sage ich mal, diese Falle hier löschen würde, dann würde ich alle 109 Einträge mitlöschen. Also die Falle kann nicht gelöscht werden, die Information muss erhalten bleiben. Wir werden einen Löschknopf machen, der Ihnen sagt, ja, diese Falle kann gelöscht werden und dann dürfen Sie das. Oder der Ihnen sagt, also für diese Falle gibt es jetzt wirklich schon viele, viele Einträge über 3 Jahre, wollen Sie die wirklich löschen? Wenn Sie dann dreimal drauf bestehen, dann dürfen Sie es wahrscheinlich trotzdem machen. Aber es ist, ja, also bitte da vorsichtig zu sein und immer daran zu denken, wenn Sie eine Falle löschen, dann löschen Sie unter Umständen Jahre von Arbeit mit. Ja, das werden wir schon entsprechend deutlich klar machen mit dem Löschknopf, dass das nicht gerade versehentlich passieren kann. Aber das ist der Grund, warum wir bisher einfach noch kein angeboten haben und gezögert haben, ist, dass man da sehr gründlich vorher prüfen muss, ob man es überhaupt sollte, tun sollte. Gut, aus meiner Sicht soweit. Ja, ich gehe nochmal zurück vielleicht, um nochmal im Hintergrund zu erläutern, den Unterschied zwischen Beobachtungen und Fallenfängen oder eben auch Bonituren ist, dass die Fallenfänger und die Bonituren auf jeden Fall einem Standort zugeordnet sein müssen. Schauen wir uns das nochmal hier an. Thema, wir können nochmal analog in die Bonituren reingehen. Da müsste ich mich wieder ummelden. Das ist letztlich immer wieder das Gleiche. Aber schauen wir es uns ganz kurz an, für die, die es betrifft. Würde ich mich noch mal als Heilverwalter anmelden. Dann kann ich hier Bonituren eingeben. Da sind auch Dinge vorangelegte Standort. Hier gibt es zum Beispiel fürs VT-Fit-Projekt wurden extra Standorte angelegt, um das zu testen. Funktioniert ganz analog wie bisher auch. Wie auch bei den, glaube, da müsste es auch noch was geben. Hier. Jawohl. Kann ich direkt von einem Standort zum nächsten springen und die Bonituren für den Standort eintragen. Bei den Bonituren gibt es natürlich die Anzahl der beprobten Exemplare, die Befallshäufigkeit und Stärke einzutragen. Ich glaube, die das tun müssen, wissen mit diesen Details Bescheid. Messungen sind wiederum ganz ähnlich. Da gibt es halt einen Messwert und eine Einheit. Können wir uns auch nochmal anschauen, wenn wir hier genau. Da könnte man jetzt hingehen und könnte sagen, okay, wir haben draußen im Feld das Mostgewicht erfasst. Dann tragen wir das hier ein in Grad Öxle, Gesamtsäure in Gramm pro Liter mit Bemerkung dazu. Genauso könnte man hier Boden, pH oder eben, wenn man noch hier bestimmte Niederschlagsbeobachtungen, kann man auch auf dem Weg eintragen. Alles das ist nachher wieder sichtbar am Ende. Hier über die Auswahl haben wir jetzt, das merkt sich immer, was wir hier zuletzt hatten. Zum Beispiel, ja, schauen, ob irgendwann sowas eingegeben wurde. Müssen wir ins letzte Jahr zurück. Ja, tatsächlich, da gibt es einige Eintragungen. Weil der Trick mit dem
Großschreibe Taste. So, und dann sehen wir da, wenn wir drauf gehen, genau, hier haben wir die Entwicklung. Ja. Soweit, so gut dieses Tool. Wie gesagt, die Hauptneuerung liegt in dem etwas anderen Umgang mit den Orten und in dem Punkt hier meine Orte. Es gibt noch ein paar ganz kleine Neuerungen, die vielleicht nicht von sehr großer Bedeutung sind. Ich will nochmal hier auf die Detailkarte gehen. Diesmal wieder ganz klassisch für die Peronospora. Datum bleibt immer hier erhalten. Nee, pardon, das ist nicht hier. Das ist auf der Warnkarte. Ja, das ist nur ganz kurz klar am Rande. Hier gibt es in der Legende einen neuen Punkt Monitoring Standort. Monitoring Standort ist, nee. Genau, Sie sehen hier zum Beispiel Freiburg im Breisgau ist hier dick schwarz umrandet. Das habe ich jetzt mal so vorläufig hervorgehoben. Die Idee dahinter ist, dass man bestimmte Werte hervorheben kann. Hintergrund ist so ein bisschen, dass man sagen möchte, okay, hier wurden zum Beispiel Proben erhoben von wirklich Wissenschaftlern vom Weimar Institut. Die sind extrem zuverlässig, diese Zahlen. Und es gibt andere Zahlen oder Daten, die nicht vom Weimar Institut direkt erhoben wurden, dass man die ein bisschen hervorhebt. Ob wir das und wie wir das so umsetzen, ist, denke ich, noch ein bisschen offen. Das müssen wir noch abklären mit Herrn Bleier und Herrn Breuer, inwieweit wir es überhaupt zur Anwendung bringen und für welche Fälle. Aber wenn Sie darauf stoßen, das ist mal vorläufig hier in der Legende, inwieweit es angewendet wird, ist noch ein kleines bisschen offen. Das werden Sie dann am Ende hier sehen und in der Legende erklärt bekommen. Eine Sache, die ich noch vergessen hatte, wir haben noch ein paar Minuten. Das ist, ich gehe noch mal hier zu meine Orte und will noch mal den Standort betrachten, weil es tatsächlich ein bisschen eine Neuerung ist. Wir nehmen jetzt hier wieder irgendeinen Standort. Ich bearbeite den. Ich wollte noch mal auf die Kennzeichen hier zu sprechen kommen. Standorte können grundsätzlich gekennzeichnet werden mit verschiedenen verfügbaren Kennzeichen. Ja? Zum Beispiel ein Kennzeichen ist künstlich infiziert, ein anderes Kennzeichen wäre Pheromongebiet, WBI betreut, das wäre dann WBI betreut, LVWO betreut, wären die, die man eventuell hervorheben möchte, aber das werden wir noch klären. Diese Kennzeichen dienen dazu, dass man noch ein bisschen Kontext schafft zur Interpretation von einzelnen Beobachtungen. Das Klarste, denke ich, ist Pheromongebiet. Eine Fangzahl innerhalb oder in der Nähe eines Pheromongebiets macht natürlich eine ganz andere Aussage wie eine Fangzahl, wo an einem Ort, wo weit und breit keine Verwirrung praktiziert wird. Deswegen hat man die Möglichkeit, den Standort entsprechend zu kennzeichnen. Künstlich infiziert zum Beispiel ist auch eine wichtige Zusatzinformation. Wenn Pero irgendwo künstlich infiziert wurde, dann ist natürlich klar, dass dort der Verlauf über die Saison möglicherweise ganz anders ist als in einem Standort, wo eben keine künstliche Infektion stattfand, je nach Jahr und unterschiedlicher Verfügbarkeit oder Dichte von vorhandenen Sporen. Diese Sache gab es auch bisher schon, aber wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit hinzugefügt. Wie Sie hier sehen, steht da noch eine Jahreszahl dahinter. Ich klicke jetzt mal hier auf Bearbeiten. Sie können diese Infos für jeden Standort bearbeiten. Und Sie sehen hier, künstlich infiziert gilt von und gilt bis. Da verschwindet noch der Kalender dahinter. Das ist auch noch ein kleiner Schönheitsfehler. Der müsste natürlich ganz vorne sein. Sie können aber auch natürlich jederzeit von Hand da eintragen. Sie können hier sagen, künstlich infiziert von bis, sagen wir mal, im Falle von VT-Fit, weiß ich nicht, ob man das schon festlegen kann, dass man sagt, das gilt bis zum 31.12. 2025. So lange werden wir dort jedes Jahr, Jahr für Jahr künstlich infizieren, aber danach nicht mehr. Ja. Das ist jetzt eine kleine Neuerung, dass man diese Gültigkeit eintragen kann. Oder wir können eintragen, Pheromongebiet ist das, aber eben erst seit meinetwegen 2018. Vorher war da kein Pheromongebiet. Das ist, wenn man rückwirkend Einträge macht, das Weinbau-Institut macht es. Dann besteht die Notwendigkeit natürlich, diesen Zeitraum, diesen Gültigkeitszeitraum von solchen Kennzeichen
klar zu kennzeichnen, klar zu benennen. Das ist jetzt möglich. Jetzt schauen wir uns aber nochmal an, wo das auftaucht, solche Dinge. Wenn ich hier auf die Detailkarte gehe, wir sind bei der Peronospora. Jetzt müsste ich diesen VitiFit-Standort hier wiederfinden. Da müsste mir jetzt fast jemand vom Weinbauinstitut, aber ist egal, ich klicke mal einfach drauf. So, hier sehen wir keinerlei Kennzeichen. Du bist bei den Beobachtungen, du musst auf die Ah, Monitoren. danke. Danke. Genau. Monitoren von Krankheiten, jawohl. Jetzt wird es natürlich klarer. Monitorblatt. Und dann sehen wir, dass die Freiburger hier fleißig waren. Und hier werden wir auch den VitiFit-Standort finden. Sprinkler VitiFit. Und hier sollte jetzt das Kennzeichen stehen. Befallsstärke, bin ich da am falschen? Ich denke doch, das müsste. So. Gemarkung, Sorte, alles das finden wir hier. Da haben wir auch noch einen Schönheitsfehler in der ganzen Geschichte drin, weil hier sollte jetzt eigentlich diese Kennzeichnung zu sehen sein, dass es nämlich künstlich infiziert war. Das müsste eigentlich hier unten unter der Grafik stehen. Also wenn Sie das dann hier stehen sehen, dann wissen Sie, hier war künstlich infiziert. Und zwar immer zu dem Datum, wo Sie sich's anschauen. Ja? Also wenn das erst dann und dann begonnen hat und Sie gehen ein Jahr zurück, dann steht hier nichts. Offenbar haben wir da noch in der Datumsauswertung irgendwie. Nee, nee, das stimmt schon. Das ist alles korrekt. Kleinen Augenblick, ich ändere mal die Daten. Das darf ich, weil ich hier auf der Spielversion bin. So, Augenblick. Ich muss nach meine Orte gehen jetzt. Das ist alles jetzt unter meine Orte gebündelt. Die Gemarkung ist Freiburg. Der Standort ist wie die Fit-Projekt. Und hier haben wir nämlich gleich das Problem. Das beginnt nämlich erst 21. Das heißt, ich ändere das jetzt mal, damit wir das dann nachher auch zu sehen bekommen. 2020. So. Jetzt müsste das auf der Karte zu sehen sein. Wir sind hier bei der richtigen Auswahl. Der Standort war der hier. Und hier sehen Sie es jetzt, ja, es ist noch nicht ganz schön. Der Zeilenumbruch ist noch nicht ganz korrekt, aber hier sehen Sie Kennzeichen, künstlich infiziert. Ja. Und es gilt für das Jahr, das wir hier oben ausgewählt haben. Also das funktioniert tatsächlich genauso wie soll, nämlich wenn im Jahr 2020 nicht künstlich infiziert war, dann steht das da nicht drin. Und wenn es künstlich infiziert war, steht es da drin. Also grundsätzlich geht es bei diesen Kennzeichen um Zusatzinformationen zum Standort. Ich meine, die seien auch hier in der Liste der Meldungen, finden Sie die auch wieder. Das ist einfach eine Zusatzinfo, damit man die Zahlen hier oben nochmal in einem bestimmten Kontext interpretieren kann, wenn dieser Kontext da gegeben war. Und der ist jetzt auch zeitlich definierbar. Das heißt, falls Sie sich jetzt da entscheiden zu sagen, okay, und das wäre tatsächlich, glaube ich, für nicht wenige Standorte vielleicht auch was, was man mal überprüfen könnte und müsste, dass man ganz grundsätzlich hingeht und sagt, ist dieser Standort eigentlich im Pheromongebiet. Ja. Braucht man natürlich nur machen, wenn an diesem Standort dann auch Traubenwicklerfallen stehen, das ist schon klar. Aber man kann es, es schadet grundsätzlich nicht. Man kann jederzeit hingehen und sagen, ja, da ist eigentlich Pheromongebiet. Und sagen Sie Kennzeichen hinzufügen. Und dann macht die Automatik das immer auf den Beginn des aktuellen Jahres. Ja, wenn Sie jetzt sagen, nee, das ist schon immer Pheromongebiet, dann schreiben Sie hier einfach rein, was weiß ich, seit 2000 haben wir hier Pheromongebiet. Und dann würde das auch rückwirkend auf Eingaben in dem Jahr oder aus zurückliegenden Jahren tatsächlich angezeigt werden, dass wir hier ein Pheromongebiet haben. Das ist vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Grundsätzlich da speziell bei Pheromon, bei Traubenwicklerfallen auf jeden Fall mal auf die Standorte zu schauen, ob das eingetragen ist, weil das natürlich, ich meine, die meisten Leute vor Ort wissen es sowieso, das ist nicht die Frage, aber es ist für die Daten, für die langfristige Entwicklung in 10 Jahren, 20 Jahren weiß man vielleicht nicht mehr ganz genau, ob man in dem Jahr dort eine Verwirrung gemacht hat oder nicht oder damals schon gemacht hat. Insofern lohnt sich's, die Sachen hier einzutragen, weil immer noch mal wieder zurück. Der Zweck dieses ganzen Systems ist natürlich einmal wirklich diese landesweite räumliche und zeitliche Übersicht zu schaffen. Ja, wir kommen natürlich hier
haben wir die schöne große Übersicht über das, was sich tut in ganz Baden-Württemberg. Wir haben auch, also für die Kollegen hier oben Richtung der bayerischen Grenze, die können natürlich mit dem entsprechenden System, was genau gleichartig für die Region Würzburg da läuft, weitermachen und auch über die Grenze schauen. Aktuell können wir es noch nicht zusammenbringen. Bin mir auch nicht sicher, ob es schon bald sein wird. Was wir relativ bald machen werden, wir werden diese Karten hier in die Vitimeteo-Hauptseite wieder einbauen. Das war schon mal so und das wollen wir wieder haben, dass wir hier in Vitimeteo dann noch einen neuen Punkt haben, Monitoring. Aktuell, wenn Sie hier draufklicken, kommen Sie einfach auf diese Seite. Ja, schön wäre es gewesen. Sie kommen auf diese Seite hier und sehen das dann, aber wir wollen eigentlich, dass man hier die Karten einfach sozusagen direkt hier integriert hat. Das wird sicher relativ bald der Fall sein. Nochmal zurück, wofür haben wir das System? Das System ist einerseits, um diese Übersicht hier zu schaffen, eben zu wissen, aktuell Stand, irgendein Datum hatten wir diese Situation in Baden-Württemberg. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiges Tool für die Praxis und eine sehr wichtige Ergänzung auch für die Modelle. Es gibt aber eben noch den zweiten Aspekt dahinter, der langjährigen Aufzeichnung und Dokumentation. Der Herr Bleier hat ja ganz am Anfang vom Vortrag klargestellt, wie lange eigentlich in was für einer großen und langen Tradition man da steht. Seit letztlich über 100 Jahren werden diese Dinge verfolgt mit dem jeweils dem Stand der Technik, den man hatte zur Zeit. Heute haben wir das System. Morgen werden wir es mit Sicherheit für dieses Monitoring eine Mobilversion bekommen. Die ist auch schon in Arbeit. Aber nochmal zu der langen Tradition und Historie. Diese Daten sind langjährig unglaublich wertvoll, weil sie uns einfach helfen, auch die Modelle besser zu machen, weil sie uns helfen, sage ich mal, den Kontakt zur Realität nicht zu verlieren oder eben auch nicht nur, ich sag mal, alle wissen, letztes Jahr war die Peronospora nicht so stark, aber hier hat man es in Zahlen dokumentiert und das ist tatsächlich ein unvergänglicher Wert, der jedes Jahr mit jeder Saison, wo eingegeben wird, wird der größer. Und das ist das, was uns in Zukunft auch, wo wir ganz stark darauf hoffen, was uns voranbringen wird, in dem Gesamtpaket Verbesserung der Situation weiterzukommen. Jetzt hatte ich irgendeine kleine Idee, hatte ich noch, aber vielleicht gibt es ja Fragen dazu, dann kommt die wieder. Von mir aus wäre es das mal für den Moment. Ich würde jetzt bitten um Fragen und ja, Anregungen vielleicht auch noch. Die Mobilversion, das wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Das war's. Zurzeit ist mit den Kollegen aus Bayern in Arbeit, eine Mobilversion zu schaffen. Der Hauptpunkt bei dieser Mobilversion wird sein, dass man dort die Lokalisierung, die Mobilgeräte häufig hier haben, also GPS, wenn das Handy oder Tablet oder was immer man da nimmt, einen GPS-Sensor hat, dann kann diese Mobil-App dann tatsächlich einen direkt an den Punkt hin lokalisieren, wo man ist. Und dann fällt bei der Eingabe da vielleicht, fallen da ein, zwei Punkte weg, dass man da umständlich Gemarkung Standort auswählen muss, sondern dann ist man schon da, wo man halt hin will. Ja? Wenn man die GPS-Lokalisierung hat. Und natürlich müssen wir dann auch diese Eingabeoberfläche hier so ein kleines bisschen kompakter machen, damit die auf den Mobilbildschirm passt. Ja, das werden wir hoffentlich alles hinbekommen, dass das gut geht. So ganz, da sind wir noch dran am Arbeiten. Tatsächlich, der Herr Bleier hat es auch schon angesprochen, Mobilgeräte sind super schön, attraktiv und toll. Sie haben halt das eine Problem, dass man auf einem kleinen Bildschirm einfach nicht so viel Information darstellen kann als auf dem großen. Das heißt, da die Fläche geringer ist, muss die Tiefe sozusagen größer werden. Das heißt, Sie müssen dann entweder mehr scrollen oder mehr klicken. Aber wie auch immer, ich denke, oder der Punkt ist natürlich der, für die Monitoring-Geschichte ist die Mobilversion fast zwingender wie für Vitimeteo selber, eben für die Eingabeseite. Weil wenn Sie wirklich draußen sind, das beobachten und direkt eingeben können, hoffen wir auch ein bisschen drauf, dass natürlich die Eingabefreude, sage ich mal, ein bisschen zunimmt. Und auf jeden Fall die Daten dann ja weiterhin reichlich eingepflegt werden und damit eben ein Stock aufgebaut wird, auch über viele Jahre,
von dem letztlich wiederum der gesamte Weinbau hoffentlich profitieren kann. Soweit von mir.